Hallo, ich schicke euch einen kleinen Gruß aus unserem Garten. Hier freue ich mich in letzter Zeit immer besonders über unser blühendes Mandelbäumchen. Und dieses erinnert mich immer wieder an das Lied Freunde, dass der Mandelzweig wieder grünt und blüht und das schenkt mir Hoffnung. Denn in der letzten Strophe heißt es dazu, Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes und hoffnungsvolles Osterfest. Hallo ihr Lieben, im Hintergrund läuft Rolf Zukowskis Hasengeschichte, vielleicht kennt der ein oder andere sie ja. Der kleine Hase, der war krank und das ausgerechnet zu Ostern. Aber seine Eltern und der Hasendoktor, die haben ihn schon bald wieder aufgepäppelt. Und schon nach kurzer Zeit fühlt sich der kleine Hase schon wieder viel besser, kann helfen Ostereier zu bemalen und dann flitzt er schon bald wieder mit den anderen los und versteckt Ostereier. Im Augenblick hört ihr das Lied »Ich bin stark«. Und das wünsche ich euch auch in dieser Zeit, dass ihr stark seid, dass ihr fühlt, dass ihr trotz Isolation nicht alleine seid, dass andere Menschen für euch da sind, auch wenn zurzeit vielleicht nur per Telefon oder WhatsApp oder in einer Videokonferenz. Und dass Gott bei euch ist in diesen Tagen und ihr seine Gegenwart und seine Kraft spürt. Kommt gut durch diese Zeit. Frohe Ostern! Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich finde, zum Ostereiersuchen ist man eigentlich nie zu alt. Aber wo kommt ihr eigentlich her, dieser Brauch der Ostereiersuche? In Deutschland, da wurde das ungefähr im 17. Jahrhundert aufgeschrieben, aber der Brauch an sich ist eigentlich schon viel älter. Das ist nämlich ein alter heidnischer Brauch. Vor über 1000 Jahren, da haben die Menschen der Frühlingsgöttin Ostara Eier geschenkt, ihr zu Ehren. Und diese Eier, das sind Symbol für Fruchtbarkeit. Und die haben sie ihr geschenkt. Und die Kirche, die fand das gar nicht toll und die hat das verboten. Aber die Menschen, die haben sich damals nicht unterkriegen lassen und haben sich gedacht, egal, wir verstecken die Eier einfach. Also haben sie die heimlich versteckt. Und daraus ist angeblich unser Brauch der Ostereiersuche entstanden. Man weiß es nicht so genau, aber es wird vermutet. Ich weiß nicht, wie ihr Ostern verbringt. Ich hoffe auf alle Fälle, dass ihr schöne Tage haben werdet im Kreis eurer Lieben oder die, mit denen ihr zusammen wohnt und dass ihr hoffentlich auch ein paar Ostereier zumindest im Garten suchen könnt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte euch mein persönliches Ostergrab zeigen, wo der Stein hinweggerollt ist, wo das Leben über den Tod gesiegt hat. Schaut es euch mal an. Es ist Ostern und Maria Magdalena kommt zum Grab und sieht, der Stein ist hinweggerollt. Das Grab ist offen. Sie ist zutiefst traurig, verzweifelt. Wo ist der Leichnam von Jesus? Der liegt nicht mehr im Grab. Wer hat ihn genommen? Doch dann hat sie eine Begegnung, zuerst mit zwei Engeln und dann erscheint auch Jesus selbst. Sie denkt, es sei der Gärtner. Doch dann gibt er sich zu erkennen als der Auferstandene. Und Maria Magdalena rennt freudig zu den Jüngern und berichtet, dass sie Jesus Christus begegnet hat. Der Tod hat nicht das letzte Wort, das Leben hat gesiegt. Jesus ist auferstanden und lebt mitten unter uns auch noch heute. Ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest. Bleibt behütet. Moin, Ostern feiern wir auch immer das Ende der Fastenzeit. Die Fastenzeit von den Sozialkontakten ist mit Ostern leider noch nicht vorbei, aber es wird eine Zeit danach geben und darauf freue ich mich schon. Vertraut darauf. Bis dahin wünsche ich euch frohe Ostern. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Bonhoeffer hat mal gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und da hat er recht. Ostern ist uns wahrer Grund zur Freude und sollte es auch in diesem Jahr ganz besonders sein. Vergesst nicht, wir müssen nur auf der Couch sitzen. Andere Menschen haben nicht mal die. Also, feiert mit euren Lieben schön zu Hause, dass Jesus auferstanden ist. Und bleibt behütet und vor allem bleibt gesund. Ganz lieben Gruß! Ja, hallo, auch von mir einen lieben Gruß zu Ostern. Das ist das Bild, was ich in letzter Zeit so häufig von mir sehe, wenn ich bei Zoom-Konferenzen bin. Schön finde ich immer, dass der Engel hier oben auf meiner Schulter sitzt und ich mich dadurch immer ein bisschen behütet finde. Ich hoffe,
dass es euch gut geht. Ich freue mich schon sehr darauf, euch alle wieder zu sein. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest, was für uns Christen immer einen Neubeginn bedeutet. Das ist in diesem Jahr vielleicht noch viel wichtiger als sowieso immer. Und seid behütet und beschützt, ja, auch durch diesen kleinen Engel. Tschüss.